Frankreichs Gastronomen sind sauer. Denn während das Land tatsächlich erste Schritte in Richtung Lockerung wagt, bleiben Restaurants, Bars und Sportstudios noch mindestens bis zum 20. Januar geschlossen. In Marseille machen sie ihrem Ärger Luft. Sie sehen Tausende von Menschen überall unterwegs und wir sind geschlossen. Obwohl wir Kredite aufgenommen haben, um die Maßnahmen umzusetzen, halten sie uns immer noch geschlossen. Es ist die Wut darüber, geschlossen bleiben zu müssen, während alle anderen endlich wieder aufmachen dürfen. Ab Samstag sollen tatsächlich alle Geschäfte in Frankreich unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Zudem können die Bürger wieder länger aus ihren Häusern. Während die meisten anderen europäischen Länder weiter verschärfen, wagt Frankreich tatsächlich die Lockerung, weil die Zahlen, sie sinken. Und das deutlich, auch der Premier sichtlich erleichtert. Aujourd'hui. Wir haben jetzt endlich Ergebnisse und ich möchte Ihnen, liebe Mitbürger, gratulieren, da sich Ihre Bemühungen auszahlen. Die Epidemie bleibt stark, aber sie schwächt sich ab. Und lassen Sie mich wiederholen, dass sie sich in Frankreich weiter abschwächt als in anderen europäischen Ländern. Es ist ein fast historischer Moment für die Franzosen. Es war einer der härtesten Lockdowns Europas mit teilweise rigiden Ausgangssperren. Und der scheint sich jetzt auszuzahlen. Während die Infektionszahlen teilweise über 60.000 lagen, sind sie im Schnitt der vergangenen Woche auf unter 20.000 gefallen.